Es ist vorbei. Endgültig. Als Teenager hat Christian Werner hier gejubelt und geschrien. Damals, als die Adler Mannheim noch als Mannheimer ERC unzählige Meisterschaften feierten und der Friedrichspark das lauteste Stadion Deutschlands war. Für die Mannheimer eine echte Kultstätte, der viele wegen ihrer überragenden Stimmung noch immer nachtrauern. Von Pop und Rock bis Politik. Und natürlich die Eishockey-Legenden. Christian Werner immer mittendrin. Damals als Fan und heute als Bauleiter beim Land Baden-Württemberg. Läuft noch. Als Bengel bin ich da rein. Ich war, ich tippe mal 16. Die Kinder und die Jugendlichen, die durften immer so unten in Reihe 1. Die Alten standen hinten auf ihren Bierkisten oder auf ihren Styroporwürfeln mit dem Weinscholle. Und dann durften die Kinder auch mal unten hin. Und die ersten Jahre durften wir auch noch an die Scheibe. Das war schon geil. Das war, ja, war toll. Da kribbelt's. Kribbeln heute weniger, dafür mehr Krabbeltiere. Das Stadion sollte längst abgerissen sein, erlebte nur noch ein paar wenige Veranstaltungen. Dann bremsten Mauereidechsen neue Pläne, bis es ganz vor sich hin vegetierte. Doch nach 19 Jahren ist jetzt endgültig Schluss. Für den waschechten Monnemer Christian Werner ein ehrenvoller Auftrag. Ich habe darauf gedrängt, dass ich es mache, ja. So sah der Friedrichspark um 1880 aus. Eine gepflegte Anlage mit kleinen Brücken und Wasserfällen. Auf dem zugefrorenen Schwanenweiher konnten schon Mitte des 19. Jahrhunderts die Kinder Schlittschuhlaufen lernen. 1939 wird es endgültig zum Mannheimer Volkssport. Der beliebte Friedrichspark bekommt ein Eisstadion, das nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Bombentrümmern sofort wieder aufgebaut wird. Die Mannheimer strömen in ihren Friedrichspark. Ab jetzt ist es Baustelle. Jetzt ist es Beton, der weg muss. Und da habe ich auch keinen Friedrichspark mehr. Das ist kein Friedrichspark mehr. Nein. Job. Der 57-Jährige hat für das Land Baden-Württemberg schon viele Großprojekte geleitet. Derzeit ist er für einen Abriss und zwei Neubauten mit einem Volumen von über 250 Millionen Euro verantwortlich. Aber der Mann geht alles ganz handfest und praktisch an. Ich habe mir so angewöhnt, das Steuergeld so zu meinem Geld zu machen. Und dann guckt man da auch so ein bisschen drauf. Ist es jetzt sinnvoll? Hat es einen Nutzen? Hat es einen Mehrwert? Also ich behandle das Geld des Steuerzahlers so wie meins und dann ist es da in guten Händen. Ja, 12.000 Fans brachten den alten Friedrichspark ständig zum Überlaufen. Bis zum Abschiedsspiel im April 2005. Ein Stadion wie die Monomer selbst. Offen, stimmungsvoll und ohne Schnörkel. Christian Werner wirkt ganz cool und professionell. Doch wie es wirklich in ihm aussieht, weiß seine Projektleiterin. Als Architektin hat sie mit ihm schon die baden-württembergische Vertretung in Brüssel und andere Großprojekte realisiert. Und sie ist nicht nur seine Chefin, sie ist auch seine Ehefrau. Okay. Wegmachen, den Beton auf die Seite legen. Auf alle Fälle nimmt ihn das mit. Er hat da schon noch viele Erinnerungen, die jetzt einfach durch den Abbruch noch mehr hochkommen wie wahrscheinlich sonst. Das ist immer noch emotional. Die Atmosphäre hier war halt schon Hammer, gell? Aber bis Ende September ist alles weg. Ab 2027 soll hier ein neues Gebäude für die Universität Mannheim entstehen.